zurück zum 11. Teil des Outlasts Let's Plays. Und jetzt werden wir zum Priester gehen. In der Hoffnung, wir werden es finden. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir erst ins Bad müssen. Und da bekommen wir natürlich wieder Besuch. Wie hätte es denn nicht anders sein sollen, dass wir wieder Besuch bekommen? Von Mr. Mr. Obersauer. Tschüss, Fetti. Wie die Hand einfach immer noch voller Blut ist. So, wir müssen doch eigentlich einen Weg finden, wie wir ihn umgehen können. Denn kann ich mich hier unter verstecken? Nein, kann ich nicht. Irgendwie müssen wir an ihm vorbei. Ach, wir können uns hier verstecken. Ja, gut. Wir müssen aber wohl oder übel an ihm vorbei. Selbst wenn er da jetzt ist. Uns nicht bemerkt. Das ist schon mal ganz gut. Wer hockt denn da? Oh, hush on. You'll have your turn. Ja, gut. So, das Wasser ist freigegeben. So, nun müssen wir zurück zu Mr. Obersauer. So. Ich hoffe, er lässt uns in Ruhe. Ja gut, er hat uns entdeckt. Oder ist zu dumm? Er sieht uns nicht. Laundry Room. Das müsste, glaube ich, der Raum 2 sein. Sprinkler, ja. Das ist das. Haken 2. Zack, und jetzt müssen wir wieder da, wo wir herkamen. Und das Ding aktivieren. Aber wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Ja, gut. Ja gut, hier ist es. Lässt du mich durch? Was
Hat er mir jetzt eins auf den Kiefer rausgerissen? Hat er mir eins auf den Kiefer rausgerissen? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. So, wir müssen einen Weg nach draußen finden. Cafeteria. Ja gut. Jetzt haben wir hier überall Wasser. Cafeteria. Wir müssen doch irgendwie irgendwo. Noch Bücher sein, oder? Nee. Ah, hier. Hier ist eine Tür. Da sind die Pumpen. Hier ist auch keine Tür. Wo geht's hier raus? Wo geht es hier raus? Das wird interessant. Geht's da raus? Wie gesagt, ich mache das ganze Let's Play ja eigentlich nur für Honey. Und anfangs hatte ich eigentlich richtig Angst. Irgendwie. Aber mittlerweile. Tja. Mittlerweile spiele ich das eigentlich ziemlich gern. Habe ich festgestellt. Was man nicht alles tut für die Lieben, die man liebt, ne? Yo, ich habe doch bestimmt irgendwas übersehen. So. Oh lol. Jumpscare. Aber der hat mich jetzt fett erwischt, ne? Der hat mich fett erwischt. Oh lol. Speicherpunkt. Boah, der hat mich jetzt richtig heftig erwischt, ey. Puh. Geht's hier durch? Nein, geht's nicht. Ah, wie der mich gerade erwischt hat, ne? Und auf den Exit. Ich kann's irgendwie nicht glauben. Haben wir Outlast danach durchgespielt? Oder fängt es erst jetzt an? Und zwar so richtig. Wir werden es schon sehen. Hallo? Bekommen wir jetzt hier ein Slenderman Easter Egg? How alive are you? Eine neue Notiz. Oder eine Akte. Ja, ein Dokument. Ich kenne nicht einmal deinen Namen. Aber ich sehe,
dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht mit dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ziemlich düster. Hallo, Johnny. Na gut. Das wäre rum. Bestimmt offen. Ja gut. Und wo müssen wir jetzt lang? Eine neue Batterie. Gehen wir doch einfach mal. Egal, rennen wir einfach mal hier durch. Oh, lol. Wer ist denn das? Ist das der Wallrider? Ah, oh, das ist der Wallrider. Ah, oh, wenn ihr wüsstet, wie geil das Gefühl gerade ist. Ich habe so eine Gänsehaut. Dieses Gefühl, ich liebe es einfach, Gänsehaut zu haben. Ah. Da ist er nochmal. Oh yeah. Aber jetzt flasht's nicht so. Weil ich es schon gesehen habe. Hihi. So, was haben wir hier? Ja gut. Ich würde sagen, ob wir den Priester finden, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Outlast. Bis bald und auf Wiedersehen, YouTube und Honey.